tatsächlich auch Theaterstücke aufgeführt haben. Damit sind wir dann sogar damals im Fernsehen aufgetreten. Ich weiß noch, ich war ein FCKW-freier Kühlschrank. Wenn man die Gesetze versteht, dann kann man sie auch verändern. Und wie sehen Sie als Vorjuristin die Diskussion um den Studienabschluss Ihrer Parteivorsitzenden, Frau Baerbock? Also ich finde, im Kiezer Feld ist einiges schiefgelaufen. Da ist die BürgerInnen sind viel zu wenig mit einbezogen worden. Wir kommen jetzt gewinnt er die Partie nochmal für uns? Hi, ich bin Steffi Schuricht und wir sind heute Lost in Südost mit Dr. Claudia Leistner, der Spitzenkandidatin der Grünen für die BVV in Treptow-Köpenick. Here comes Fischer. Dead silence in the hall. Weiß beginnt. Genau. Hat Ihr Sohn Ihnen Tipps gegeben für einen guten Start? Bisschen. Haben Sie das Queen's Gambit geguckt auf Netflix? Ja, auch ganz schnell alles durch. Alle Folgen? Ja, aber hintereinander. Dadurch, dass ich ja eigentlich nur wenig Schach spiele. Ja. Aber ich fand es mega, die Serie, ich weiß nicht. Ja, Sie auch? Ja, super gut. Ja, fand ich auch total toll. Jetzt muss ich mich mehr konzentrieren, als ich dachte. Ich habe dafür vollstes Verständnis. Man hat ja auch den Anspruch, wie, das war doch blöd. Na gut, jetzt habe ich es gesetzt. Ich würde sie auch zurücknehmen lassen, natürlich. Mach nochmal zurück. So. Ob es jetzt besser wird, ist die Frage. Ich mach mal so. Mhm. Und Ihr Kind hat in der Schule einen richtigen Schachkurs, ja? Genau, ich habe ja zwei Kinder im gleichen Alter, also Zwillinge. Und meine Tochter hat ich glaube, als sie dann 5 war, hat sie dann Schachspielen gelernt bei so einem Schachtrainer, richtig? Dann wird sie dann also einem Schachtrainer gegeben und die fand das total toll. Die Schultüte musste auch mit Schachfiguren voll sein. Oh, Wahnsinn. Und dann haben die in der Schule das weitergemacht. Und lustig. Dann gab es dann halt, gibt's einen richtigen Schachtrainer. Die machen so eine Schach-AG. Und das finden die beiden super. Hat das natürlich alles nicht mehr stattgefunden. Aber jetzt, jetzt spielt auch mein Sohn mit. Und Und dann geht es auch bald auf Schachmeisterschaften. Ich glaube eher nicht, aber jetzt ist das ganze Thema ja gerade so ein bisschen abgestoppt. Aber die war, also gerade meine Tochter ist echt ganz gut, aber jetzt wollte sie lieber doch noch einen anderen Sport machen. Ich glaube, es ist auch der Punkt erreicht, wo es super kurios wird, unser Blitzschach. Wir haben uns schon etwas warm gespielt. Ich glaube, es ist nicht Ihr größtes Hobby oder größte Leidenschaft, sondern Sie rennen viel lieber. Genau. Korrekt. Und wie ist Ihr Tempo? Kann ich mit Ihnen mithalten? Das würde ich gerne. Ob Sie mit mir mithalten können, ist natürlich die Frage, wie schnell Sie sind. Ja, deswegen will ich erstmal abwarten, wie schnell Sie sind. Das ist ja unterschiedlich, je nachdem, wie viel ich schaffe zu trainieren. Also, wie schnell bin ich? Also, ich renne im Durchschnitt so zwischen 5 und 10 Kilometern. Ja. Und so zwischen 5 und 6 Minuten, die 10 Kilometer. Das schon, kommt drauf an. Würde dann auch auf meine Stimmung drauf ankommen, ob ich es schaffe oder nicht. Also manchmal bin ich auch ein bisschen schneller, manchmal bin ich auch ein bisschen langsamer, je nach Stimmung, ne, wie man auch so drauf ist, wann man nach Wetter. Werden Sie den Bürgermeisterinnen Dienstwagen gegen Laufschuhe eintauschen? Also ich möchte auf jeden Fall keinen Dienstwagen haben. Ich würde mich viel mehr darüber freuen, über ein vernünftiges Fahrrad. Und gegen Laufschuhe habe ich natürlich auch nichts einzuwenden. Ja? Macht die Bürgermeisterin vielleicht auch ein bisschen nahbarer, wenn sie denn morgens mit dem Fahrrad an einem vorbeisaust. Ist eine schöne Vorstellung, ist ein schönes Bild, sage ich mal. Manche Menschen geraten eher zufällig in die Politik. Sie scheinen sehr zielgerichtet auf ihre politische Karriere hingearbeitet zu haben. Was ist Ihr Antrieb? Für Politik? Ja. Ich glaube, mein Antrieb war immer, dass ich gerne auch was verändern wollte. Und dass es nicht nur reicht zu meckern, sondern dass es dann halt auch, dass man dann halt schon selber auch das Zepter in die Hand nehmen muss und zu sagen, wenn ich Missstände erkenne und Missstände gerne beheben möchte, dann muss ich sie halt auch selber beheben. Und dann muss ich halt auch selber Ideen dafür liefern. Also es reicht auch nicht nur zu meckern, sondern ich muss auch selber Ideen bringen. Und ich glaube, ich habe ganz viele Ideen.
Ja. Und ich habe ganz viele auch Ideen, wie man Sachen verändern kann und wie man Sachen voranbringen kann. Man muss ja nicht immer nur Sachen verändern, man kann sie auch voranbringen, man kann sie erweitern. Das ist, glaube ich, die Motivation. Und wie stark erfährt man oder wie schnell kann man in Politik auch ein Erfolgsgefühl dafür haben? Also ich stelle mir das teilweise relativ schwierig vor. Ich nehme jetzt die Mobilitätswende vor, ja, ist ein großes Wort. Ein großes wann Wort, mache ich den Haken dran? Ich habe meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Mobilitätswende gebracht zum Beispiel. Also ich glaube, es geht ja vor allem darum, dass man etwas zu beisteuert zu dem Ganzen. Ne? Und dass man sozusagen Projekte, dass man da mit eigenen Ideen dabei ist und die voranbringt. Und wann man da einen Haken hintermachen kann, das ist, glaube ich, immer schwierig zu sagen. Und bei so einem großen Thema wie der Verkehrswende oder auch der Klimawende, das sind ja so Themen, da wird man wahrscheinlich nie einen Haken hintersetzen können, sondern da wird man ja immer in so einem fortwährenden Prozess sein. Ja? Ja. Und dann wird man immer hinter kleine Sachen einen Haken setzen können und sagen, okay, ich habe das jetzt geschafft, ich habe jetzt vielleicht mehr Fahrradwege in unserem Bezirk installieren können, ich habe vielleicht geschafft, dass die Nahverkehrstangente kommt oder mich zumindest mit dafür eingesetzt und mit anderen gemeinsam das geschafft. Aber dass man so, also es ist selten so, dass man so ein ganz großes Projekt, wie also sowas Übergreifendes, ja, was auch so gesellschaftlich so übergreifend ist, dass man da, glaube ich, so kompletten Haken hintermachen wird. Das ist ja auch ein dynamischer Prozess. Und ich glaube, diese Dynamik muss man halt auch aufgreifen und dann sich auch über kleine Schritte freuen. Sie haben sich früher sehr für den Naturschutz engagiert, dann zum Jurastudium. Hm. Wie macht denn Frau den Schritt vom Naturschutz zum Jurastudium? Das mit dem Naturschutz, das habe ich ja vor allem tatsächlich viel in meiner Kindheit gemacht. Ja, ne? Genau. Da war ich tatsächlich noch relativ klein, dass ich zur Grünen Liga gekommen bin, in so eine Kinder- und Jugendgruppe. Wir da dann tatsächlich auch Theaterstücke aufgeführt haben. Damit sind wir dann sogar damals im Fernsehen aufgetreten. Ich weiß noch, ich war ein FCKW-freier Kühlschrank und hatte in meinem kindlichen Hirn, musste erstmal verstehen, was ist denn eigentlich ein FCKW-freier Kühlschrank. Das ist aber ziemlich gut angekommen, das haben wir uns damals ziemlich gut beigebracht. Genau. Und dann hat sich das im Prinzip über so weitere Prozesse, die ich dann auch in meiner Jugend dann, also mehr sozusagen so ein, dann auch quasi den Einsatz gegen den Krieg damals im Irak, was für mich ein großes Thema war, oder auch in der Schule immer wieder an Podiums, also auch Podiumsveranstaltungen quasi mit veranstaltet oder auch mit organisiert oder auch im Wannsee-Forum. Halt tatsächlich, mir lag es auch immer am Herzen, da so einen Dialog hinzukriegen zwischen Kindern und Jugendlichen und Abgeordneten. Ich habe an so einer Veranstaltung im Wannsee-Forum mitgewirkt, wo ich dann selber auch Workshops damals moderiert habe mit Abgeordneten zusammen. Und ich glaube, das hat dann auch für mich, also das hat mir immer wahnsinnig viel Freude bereitet. Und ich habe auch immer gemerkt, was das auch mit einem macht, wenn man sich auch für bestimmte Sachen einsetzt, wenn man das voranbringt, wenn man aber auch andere Menschen dafür begeistert für Politik. Ja, und das Jurastudium war im Prinzip dann ein logisches Studium für dem, was ich sozusagen angefangen habe, weil wenn man die Gesetze versteht, dann kann man sie auch verändern und dann kann man auch bestimmte besser verändern. Und man kann man versteht Prozesse anders. Und ich habe ja zu meinem Jurastudium Anfang auch noch Politikwissenschaften studiert, weil ich immer fand, dass das Jurastudium ist immer sehr glatt, sehr gerade, denkt wenig links und rechts. Und ich glaube, daran hapert auch oft das Jurastudium, dass es wenig interdisziplinär ist. Und ich habe dann in den ersten 3-4 Semester noch Politik mitstudiert und habe das dann auch immer als Bereicherung empfunden, ne? Wenn man diese ganzen Theorien, die dann hinter den Gesetzen zum Teil auch stehen, versteht. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass man so ja oft, ich jetzt nun ohne Jurastudium, ohne großes Politikverständnis meine, man sollte vielleicht das und das Gesetz anders gestalten, verstehe aber dahinter ja gar nicht den Prozess, wie Sie gesagt haben, ja? Dass man dann natürlich auch viel besser weiß, welche Schritte kann ich gehen, um es zu verändern, um es besser zu gestalten. Das erleichtert es auf jeden Fall, ne? Also große Ideen immer in den Raum werfe und meine, alles müsste anders oder besser werden. Genau, ich finde, es erleichtert es auch jetzt mir, in meinem, also jetzt als Referentin auch, schon auch einfach das Verständnis für bestimmte Vorgänge, auch bestimmte, zeigt natürlich auch Grenzen auf, ne? Nicht alles ist möglich und nicht alles wird möglich sein, außer man fängt an, das Grundgesetz fundamental zu verändern, aber genau. Und wie sehen Sie als Volljuristin die Diskussion um den Studienabschluss Ihrer Parteivorsitzenden, Frau Baerbock? Also ich glaube, da hat sie, sie hat ja einen Studienabschluss. Ja. Genau. Und sie hat einen Studienabschluss und damit ist es auch für mich sozusagen getan. Und, ja. Und wenn sie keinen Studienabschluss hätte, wäre es auch nicht schlimm. Das waren unsere Fragen zum Einstieg ein bisschen, um sie kennenzulernen. Ja.
Das bringt uns zum nächsten Punkt. Da geht es mehr so um ihre speziellen Themen gerade, die wichtig sind. Und zwar fangen wir an mit Elon Musk baut nun hier nach eigener Aussage Europas größte Industrieanlage, wenn nicht sogar der Welt. Jüngsten Berechnungen zufolge erwarten wir einen Zuzug von ca. 25.000 Menschen in unserer Region. Der Berliner Südosten und die Gemeinde im Speckgürtel wird das wohl infrastrukturell radikal verändern. Was sind Ihre Gedanken zu Tesla im Moment und zu dem großen, zu erwartenden Zuzug? Also ich glaube, das Problem ist ja zum einen der Zuzug, aber zum anderen auch der Verkehr, der damit in unser Gebiet und unseren Bezirk quasi kommt. Ne? Und da muss man natürlich gucken, dass man da auch gegensteuert und da Maßnahmen findet und da einfach auch günstige Verkehrskonzepte ermöglicht und natürlich den öffentlichen Nahverkehr stärkt in diese Region, damit wir nämlich nicht von Autos überspült werden, sondern wir sozusagen den öffentlichen Nahverkehr hier so stark machen, dass die Menschen auch darauf setzen. Ja. Und was den Zuzug betrifft, also ja, das stimmt, wir haben einen ganz starken Zuzug nach Berlin, wir haben aber auch einen ganz starken Zuzug nach Köpenick und nach Treptow-Köpenick, was ich total gut verstehen kann, weil es ein sehr lebenswerter Bezirk ist. Und, definitiv. Was wir natürlich auch haben, ist, dass der Wohnraum hier knapp ist, die Mieten schnellen in die Höhe. Und was mir total wichtig ist, ist, dass wir immer aufpassen, dass wenn wir hier nachverdichten, und wir verdichten hier ja an vielen Stellen nach im Bezirk, dass wir das nachhaltig tun. Das heißt also, dass wir die soziale und grüne Infrastruktur immer mitdenken. Ja? Und dass wir halt möglichst versuchen, keine weiteren Flächen zu versiegeln und keine weiteren Bäume zu fällen, sondern vielleicht in die Höhe bauen oder Gebäude miteinander quer verbinden und nicht den Menschen auch ihren sozialen Raum nehmen. Ne? Also gerade die Hinterhöfe, die bieten so vielen Menschen auch das Zusammenkommen und das soziale Zusammenkommen. Und wenn wir die Hinterhöfe nachverdichten, dann nehmen wir auch den Menschen diese Räumlichkeiten. Und sehen Sie da schon eine Grundlage oder die Möglichkeiten? Wird da schon ansatzweise mitbedacht oder erwartet uns der große Schrecken noch? Also ich finde, wir haben ja hier in Treptow-Köpenick das Sozialinfrastrukturkonzept beschlossen, wo ja ziemlich klar definiert ist, wie viele Grünflächen, wie viele Schulen, wie viele Kitas. Ne? Also, und was wir natürlich stark merken hier im Bezirk ist, dass sehr viele Kinder auch hier leben und dass halt wir Schulplätze einfach schaffen müssen und sonst wir nämlich demnächst, wahrscheinlich sogar schon in diesem Jahr, massives Problem haben, noch ausreichend Schulplätze zur Verfügung zu stellen. Der Bezirk ist muss hier vor allem für die Grundschulen nachhalten. Mhm. Es werden auch Grundschulen gebaut, es wird Ergänzungsbauten geben, aber auch hier finde ich es immer wichtig, dass man das nachhaltig denkt und dass man natürlich auch guckt, wie die Bauweise ist und ob man da auch Spielflächen dazu bekommt. Wie ist in dem Zusammenhang Ihre Haltung zur Nahverdichtung im Kiezer Feld? Also ich finde, im Kiezer Feld ist einiges schiefgelaufen. Da ist die BürgerInnen sind viel zu wenig mit einbezogen worden. Man hat da jetzt, das ist ja der erste Bauabschnitt, ist ja jetzt quasi eröffnet und man hat jetzt angefangen, Bäume massiv zu fällen und wird jetzt demnächst anfangen, da Häuser zu bauen. Die Frage ist, das Verkehrskonzept, das ist halt überhaupt nicht wirklich mitgedacht. Also es wird da eine S-Bahn hingeben. Jetzt hat man gesagt, man wird die eventuell ein wenig verstärken. Also es ist keine S-Bahn, eine Straßenbahn oder eine Straßenbahn fährt da, glaube ich, hin. Man wird die ein wenig verstärken. Das ist immer das Problem, wenn wir wie so oft hier in diesem Bezirk ohne Bebauungsplan bauen. Nämlich nach 34 Baugesetzbuch, was heißt, es muss sich nur irgendwie einfügen. Aber dann denken wir die soziale und grüne Infrastruktur in den wenigsten Fällen noch mit. Meine Haltung ist, wenn man nach 34 baut, ist trotzdem der Bezirk in der Pflicht, hier für die grüne und soziale Infrastruktur nachhaltig zu sorgen und auch dafür zu sorgen, dass die Menschen, wenn die in diesem Kiezer Feld, dass da so gebaut wird, dass die ihren Lebensraum im Kiezer Feld nicht verlieren. Ne, sondern dass halt da weiterhin Grünflächen vorhanden sind und sie nicht Bäume, die sie zum Teil selber noch angepflanzt haben vor 40 Jahren, dass die dann da gefällt werden, ohne dass sie da eine Handhabe haben. Und das Problem bei den Bürgerinitiativen ist ja auch oft, hat letztens jemand zu mir gesagt, er ist rechtlos, er ist machtlos und er hat eigentlich sowieso kein Gehör. Und das ist, finde ich, was nachhaltig geändert werden muss. Es ist die BürgerInnen, auf die es ankommt hier im Bezirk und die wir hören müssen und die wir bei allen Bauvorhaben hören müssen. Egal, ob wir nach 34 oder ob wir nach Bebauungsplan bauen. Ja. Und wäre es denn aber nicht auch ein Ansatz, dieses Gesetz zu ändern oder anzupassen, damit nach diesem Baugesetz dann nicht mehr... Das ist ein Bundesgesetz. Und da ist nicht in der Hand des Bezirks und das ist auch nicht in der Hand des Landes. Das ist was, auf was man sich auf Bundesebene natürlich einsetzen kann. Ne? Ja. Dass man halt guckt, dass man da dann sozusagen den 34-Baugesetzbuch vielleicht auch so ausgestaltet,
Er ist ja auch so ausgestaltet, dass man zum Beispiel das Rücksichtnahmegebot und so beachten muss, aber dass man natürlich auch das ganze Thema Infrastruktur viel mehr mitdenkt. Und was könnten Sie als zukünftige Bürgermeisterin dann tun, um die Teuerung für eingesessene Anwohner abzumildern oder auch diese Problematiken besser abzufangen oder zu unterstützen? Also unser Ziel hier in Bezug ist ja, dass wir deutlich mehr Milieuschutzgebiete ausweisen. Wir haben 3 Milieuschutzgebiete, wir wollen aber noch mehr, zum Beispiel auch eins noch in Friedrichshagen, aber auch in anderen Gebieten. Und da in diesen Gebieten kann man halt vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Das heißt, landeseigene Unternehmen oder auch Genossenschaften können dann sozusagen diese Flächen anpassen, also ankaufen und dann zu sozialverträglichen Mieten dann auch die Wohnungen vermieten. Wir wollen eine schärfere Mietpreisbremse installieren. Was jetzt nun leider nicht geklappt hat, ist der Mietendeckel. Aber was man ja sagen muss, das Positive an dem Bundesverfassungsgericht-Urteil ist, dass das Bundesverfassungsgericht hat zwar gesagt, ihr habt dafür nicht die Kompetenz auf Landesebene, aber er hat es halt nicht gesagt, dass dass das grundsätzlich nicht möglich ist. Und sind trotz Corona viele Überstundenzeiten zusammengekommen? Naja, ein bisschen schon, ja. Naja, die Gesetze, ne? Also die Legislatur geht dem Ende entgegen und die Gesetze müssen noch zum großen Teil verabschiedet werden. Wir haben noch relativ viele Gesetzesvorhaben einfach. Meine Stelle ist auch ehrlich gesagt so ausgelegt, dass es da kaum möglich ist, keine Überstunden zu machen, weil die so voll ist. Also ich habe so viele verschiedene Themen. Ja. Mache ich Inneres, mache ich Verfassungsschutz und Sport und bin auch noch Datenschutzbeauftragte und habe Das lohnt sich immer. Und bin sozusagen irgendwie immer in ganz vielen verschiedenen Prozessen einfach mit eingebunden. Und was total spannend ist und was mir natürlich auch irgendwie ermöglicht, total breiten Blick über viele Landesthemen zu kriegen und wird vielen dazugezogen. Und wir haben auch im Innenbereich total viele Gesetzesvorhaben einfach auf den Weg gebracht. Und deswegen ist eigentlich so, dass man selten keine Überstunden macht. So, was mache ich denn jetzt? Gute Frage. Ich überfrage ein bisschen hier. Ja, ich auch. Das ist so ein bisschen planlos, das Ganze. Bahnhof, wurde es nicht gerade gefordert? Hat das Frau Baerbock nicht vorgeschlagen, dass innerstädtische, innerländische Kurzstrecken ne? nicht verbieten, aber einschränken? Wir wollen ja immer nichts verbieten. Wir wollen nur Anreize für neue Impulse geben. Ich glaube, Frankreich ne, und Belgien oder so, also oder Frankreich auf jeden Fall, ne, machen es schon nicht mehr. Ja, aber dafür muss man natürlich auch den öffentlichen Nahverkehr noch mehr, also oder generell ne, das Bahnstreckennetz noch mehr ausbauen und so. Ich weiß, ich habe auch einen großen Fehler, aber ich mache jetzt Blitzschacht raus. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass es zu viel Datenschutz gibt? Nein, ich glaube, dass für eine freie Gesellschaft ist Datenschutz einfach fundamental. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es nicht zu viel Datenschutz gibt, es muss nur richtig angewendet werden. Und ich glaube, diese Angst, die jetzt auch immer die ganze Zeit vor der Datenschutzgrundverordnung bestanden hat, ich glaube, die ist einfach unberechtigt. Das ist halt auch so ein bisschen hochgebauscht worden, weil eigentlich hat sich gar nicht so richtig krass viel verändert. Es gab ein paar Sachen, die dann halt verpflichtender wurden, ne? Ich glaube, da geht auch ganz viel mit einher, das auch ein bisschen... Das war richtig doof. Ja. War das doof. Übersichtlicher zu gestalten und aufzubereiten, diese Informationen und die Ängste und Befürchtungen vielleicht auch zu nehmen. Ja, ich glaube, das ist halt ganz oft das Problem, ne? Dass halt einfach, dass die ganzen Informationen oft nicht so aufbereitet werden, dass die BürgerInnen freundlich sind. Ja. Ne? Dass man einfach auch eine leichte Sprache benutzt, weil so eine Datenschutzgrundverordnung, die hört sich so kompliziert an, schon das Wort hört sich kompliziert an. Ja. Ne? Und dann noch die verschiedenen Richtlinien, die noch mit da reinwirken. Und das, glaube ich, das macht so eine Angst, die man dann versuchen muss, runterzubrechen. Ja. Und auf einfache Worte und auf einfache Formulierungen, um den Menschen und auch den BürgerInnen einfach verständlich zu machen, warum diese Datenschutzgrundverordnung eigentlich gar nicht so schlimm ist. Sondern eigentlich was total Gutes. Ne? Ja. Sondern sie nämlich eigentlich schützt in ihren freiheitlichen Rechten und ihrer Persönlichkeit und so. Lokalpolitik findet unter engen Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten statt. Was glauben Sie, können Sie anders machen als der jetzige Bezirksbürgermeister Oliver Igel? Ich glaube, also anders machen würde ja bedeuten, dass er alles schlecht macht. Ich finde immer, man muss sozusagen gucken, wo man halt vielleicht auch noch die Möglichkeit hat, Veränderungen herbeizuführen. Und ich finde, was ganz wichtig ist, und das ist wirklich mir ein echtes Anliegen, ist, die BürgerInnen mitzunehmen und die Partizipation voranzutreiben. Und da ist ja im Bezirk jetzt auch schon einiges passiert. Wir haben jetzt ein Kinder-, Jugend- und Beteiligungsbüro, was klasse ist. Wir haben die Leitlinien.
Aber da müssen wir natürlich genau hingucken, die müssen wir auch evaluieren. Das müssen wir umsetzen und da ist es, das ist mir zum Beispiel wichtig, einfach mehr Partizipation, weil ich glaube, das ist im Bezirk eine Kernkompetenz der BürgerInnen. Und wie bekommt man, geht man näher an die BürgerInnen auch für diese Partizipation? Wenn ich daran denke, bei mir im Bezirk würde ich öfters gerne teilhaben, aber das Gefühl, bei mir kommt es gar nicht an. Liegt es mehr an mir? Ich müsste mich mehr informieren, wo kann ich daran teilnehmen? Oder müsste mein zuständiger Kandidat viel mehr die Aufmerksamkeit dafür auch schaffen, dass ich partizipieren kann? Na, ich glaube, das ist jetzt wieder ein Thema der Öffentlichkeitsarbeit. Also wie gut funktioniert die Öffentlichkeitsarbeit im Bezirk und wie sehr wird auch darauf aufmerksam gemacht, was wir ja auch für Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel die Kiezkasse im Bezirk. Ja? Das, glaube ich, kennt kaum jemand. Und das muss man einfach bedeutend mehr in den Vordergrund stellen. Und ich glaube auch, Politik darf nicht so etwas Verstaubtes sein, sondern Politik muss nahbar sein. Und das ist was, das ist eine große Aufgabe, die man da vor sich hat, wenn man, also das ist vor allem mein Ziel, ich will den Menschen gerne zuhören und ich möchte gerne für sie da sein und ich möchte gerne nahbar sein. Und gibt es erste Pläne für die Nahbarkeit? Wir bei Simona Koss hatten wir, sie hat ein Kossmobil und man kann sie anschreiben und so weiter und so fort. Gibt es ähnliche Pläne oder Ideen von Ihnen? Genau, ich hoffe jetzt natürlich, ich bin gerade dabei, mir eine Website zu machen, dass dann die Menschen natürlich auch noch viel mehr proaktiv auf mich zukommen. Aber ich habe das Gefühl jetzt auch schon, dass die Menschen das jetzt auch schon tun. Also es sind diverse Bürgerinitiativen, die mich jetzt auch schon angeschrieben haben, wo ich dann auch war. Also ich komme auch gerne vor Ort und gehe dann gerne mit den BürgerInnen in Kontakt und gucke, wo ich im Zweifel helfen kann oder wo man Möglichkeiten hat, noch mal was zu verändern. Das sind natürlich so Möglichkeiten. So ein Mobil wird es bei mir wohl nicht geben, wenn dann gibt es bei mir höchstwahrscheinlich ein Fahrrad. Ja. Und das ist natürlich auch die Frage. Wir haben im Kreisverband ein Fahrrad. Ein Lastenfahrrad und sonst habe ich mein eigenes Fahrrad, mit dem ich dann von Ort zu Ort fahre. Und welches Thema blieb in Ihren Augen unter Oliver Igel unbeachtet und würde durch Sie viel stärker vielleicht gewichtet werden? Ich glaube, das Thema der Verkehrswende. Das ist, glaube ich, das entscheidende Thema, dass wir einfach wirklich vorankommen müssen im Sinne einer Umverteilung des öffentlichen Raums hin zu mehr Straßen und mehr Straßen im Sinne von Fahrradstraßen und mehr Fußgängerwegen, die auch abgetrennt sind von den Fahrradstraßen und uns wirklich nachhaltig dafür einsetzen wollen, dass wir die Taktung hier hinkriegen, dass wir auch Brücken zum Beispiel bauen über bestimmte Gebiete. Ich denke immer daran, wenn ich in Ransdorf unten stehe, an der Spree und rüber gucke, dann sehe ich Mögelheim, da kann ich rüber schwimmen, aber ich komme nicht rüber. Ja. Und ich finde, sowas muss sich halt ändern und da müssen wir halt einfach ran. Und Treptow-Köpenick erstickt im Stau. Ja. Welche Pläne haben Sie für eine innovative Straßen- und Brückenführung in und um die Altstadt zum Beispiel? Genau, also unser Ziel ist ja, dass wir mehr Fahrradbrücken auch schaffen, um dann sozusagen Gebiete auch besser zu erschließen und generell natürlich mit Fahrradstraßen, mit intelligenten Fahrradstraßen halt auch die Gebiete zu erschließen. Wir wollen mehr Spielstraßen, viel mehr verkehrsberuhigte Bereiche haben. Das wird natürlich nicht unbedingt den Verkehr entlasten, weil der Verkehr wird damit nicht rausgedrückt, aber wir schaffen es natürlich, wenn wir mehr die Möglichkeit überhaupt anbieten, zum Beispiel eine höhere Taktung von Bussen, von Straßenbahnen, dass überhaupt die Menschen auf die Idee kommen, den öffentlichen Nahverkehr mehr zu nutzen und auch Gebiete, die relativ wenig erschlossen sind, wie zum Beispiel, also ich bin in Ransdorf groß geworden, in Ransdorf gibt es irgendwie eine S-Bahn und einen Bus, aber von der S-Bahn muss man quasi quer durch den Wald laufen, habe ich als Jugendliche ehrlich gesagt nicht gemacht, war mir nämlich zu gefährlich nachts. Ja, so, verständlich. Und dass man da so eine, dass man da viel mehr Angebote schafft. So. König ist noch ganz gut geschützt. Ups, jetzt bin ich aber ganz schön bedroht, wa? Ich muss Schach sagen, glaube ich. Ja. Aber dann wär's doch jetzt Schachmatt, oder? Nee, der darf doch nur... Er darf links und rechts? Ja, ich glaube... Also und geradeaus. So, okay. Haben Sie Ideen für neue Unter- oder Überführungen der S3-Bahngleise, um die Verkehrssituation an den bestehenden Knotenpunkten zu entlasten? Da muss ich Ihnen jetzt leider eine Antwort schuldig bleiben. Die kann ich Ihnen aber gerne nachliefern. Ja, ich melde mich dann über Ihre Webseite nochmal, wenn ich dann nochmal nach weiteren Informationen suche. Ist der Bau von Gondel- und Seilbahnen, wie von der FDP kürzlich vorgeschlagen, für Sie eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden Nahverkehrsmitteln in der ÖPNV?
Also, soweit ich mich daran erinnern kann, gibt es jetzt einen Prüfauftrag aus der letzten BVV, spannend. Die aber auch fraktionsübergreifend beschlossen wurde, außer die Grünen, die haben die nicht beschlossen. Ja. Ich finde, das ist keine sinnvolle Ergänzung, ehrlich gesagt, mhm. weil wir dann sowohl Lebensraum von Umwelt und Natur wegnehmen, weil die Gondel muss ja irgendwo langlaufen. Und ich glaube, auch Geld, auch Geld benutzt wird, das für andere Projekte so viel sinnvoller eingesetzt werden würde, als für so eine, also erstmal ist es ja nur ein Prüfauftrag, als für so eine Seilbahn. Und ich glaube auch, dass so eine Seilbahn echt nicht notwendig ist hier für unseren Bezirk, sondern wir haben echt andere Baustellen. Wie stehen Sie als Grüne zur Forschung an Atomkraft der vierten Generation? Angeblich soll sie effektiver sein, Kernschmelze ist ausgeschlossen, CO2-frei sein. Was sind Ihre Gedanken dazu? Also mein Gedanke ist immer, dass wir viel mehr an den erneuerbaren Energien forschen mhm. müssen und nicht unbedingt noch weiter auf Atomkraft setzen sollten. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht, das ist meine Haltung. Mhm. Wir haben ganz viel ans Gendern gedacht heute, ist mir aufgefallen. Ja. Und daher komme ich noch zu der Frage, wie wird das Thema Gendern innerhalb Ihrer Fraktion und Ihrer Partei gehandhabt? Und wie ist Ihre persönliche Haltung zu der Gender-Sprachenregelung? Also wir in der Fraktion und in der Partei, wir gendern, wir sprechen auch so. Das haben Sie ja wahrscheinlich auch so mitbekommen, dass ich immer sehr darauf geachtet habe, dass ich alle Formen mit einbeziehe. Mhm. Und meine ich auch ganz bewusst alle, also nicht nur die männliche und die weibliche, sondern auch die S-Form. Und für uns ist das ganz wichtig und das ist auch ein Stück weit unsere Haltung. Wir sind eine sehr feministische Partei. Mhm. Wir stellen uns gegen sämtliche Formen von Ausgrenzung, Menschenhetze und Feindlichkeit gegen Menschen, die eine andere Liebe bevorzugen. Mhm. Und das ist auch wirklich was uns ausmacht und was auch mich dazu getrieben hat, ein Stück weit zu den Grünen zu kommen. Die fünf schnelle Fragen, fünf schnelle Antworten. Und zwar Köpenick oder Treptow? Köpenick. Trailrun oder Mögelsee-Halbmarathon? Das Laufen, der Halbmarathon. Wie heißt das Buch auf Ihrem Nachttisch? Es ist die Biografie von Barack Obama. Spannend. Wie viel Felder hat ein Schachbrett? 64. Ja. Und was ist Ihr täglicher Wahlkampfsong? Mein täglicher Wahlkampfsong? Ja. Wir werden nun gemeinsam Veränderungen herbeiführen. Sehr schön. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.